Besondere an diesem Land im Augenblick ist, dass es nach 25 Jahren Krieg seine allerersten Atemzüge in einen möglichen Frieden tut. Das heißt, dass dieses Land lernen muss, all das zu können, was wir längst können. Es muss wissen, was man mit Frieden macht, wie man liebt, wie man tröstet, wie man lacht, wie man bitter wird, wie man trauert, wie man Traumata bearbeitet, was auch nur ein Luxusbegriff unserer Psychologie ist, für den es in Afghanistan keinen Verantwortlichen gibt, auch wenn man Traumata überall begegnet. Es gibt kaum eine Kinderantwort, in der nicht eine Leiche liegt. Es gibt kaum eine Familie, in der die Verstörungen nicht tief reichen. Den Menschen fehlt kein Know-how, es fehlt ihnen Know-why. Es fehlt ihnen die Möglichkeit, aus irgendetwas Kultur zu gewinnen, was sie auf der anderen Seite im nicht-materiellen Sinne so tief haben. Und damit meine ich die Kultur, die die Lebensform bestimmt, die Kultur des Austausches, dessen, was zwischen Menschen hin und her geht. Wenn Sie in diesem Land, in dem ungefähr 80% des Landes aus nicht kultivierbarem Boden bestehen, also aus Felsen, aus Wüsten, aus Steppen, mit einer chromatischen, changierenden Farbskala zwischen Beige und Grau und Anthrazit, wenn Sie dann einen einzelnen Flusslauf sehen und der Flusslauf hat Schwemmland und in dem Schwemmland sind Weinstöcke und es sind Früchte und Pfirsiche angebaut worden und Sie haben das Gefühl, es ist wie ein kleiner Farbrausch, der durch die Landschaft geht, weil da plötzlich ein Strom ist und Sie bleiben an diesem Strom und Sie möchten nichts weiter als die Klarheit der Luft einatmen und Sie möchten vielleicht vom Wasser trinken oder Sie möchten die Klarheit des Himmels genießen, dann kann es Ihnen passieren, dass ganz oben aus dem Gebirge plötzlich eine Eimerkette von Blechtellern den Berg herunterkommt, getragen von kleinen Jungen, die vielleicht 12 oder 8 sind und die alle auf diesen Tellern Rosinen und Trockenerbsen und Maulbeeren haben. Und sie fragen, was die Jungen denn mit diesem kleinen Zug der Speisen wollen. Und dann sagen die, ja, ihr müsst doch ein Picknick machen. Und dann sagen sie, wir machen aber gar kein Picknick. Und dann sagen die, jetzt macht ihr eins. Und Sie werden den, der Ihnen diese Speisen gebracht hat, nie kennenlernen, denn er sitzt oben im Gebirge. Er findet, es ist sein Protektorat, das über Sie ausgeübt wird, weil Sie sind auf seiner Scholle. Und es ist keine Gastfreundschaft, die wir häufig als etwas Lästiges in einem Tauschverhältnis begreifen, sondern es ist eine tief solidarische Haltung zum Nebenmenschen, zur Mitkreatur, zu denen, die mit ihnen geboren sind. Das ist Kultur, das ist tief verankert. Und Sie können verstehen, warum ein kleiner Junge zu mir mal in Afghanistan gesagt hat, die Amerikaner haben seit 120 Jahren Strom, wir haben seit 4000 Jahren Kultur. Davon sollen sich die Amerikaner erst mal erholen. Und so schwierig es sein kann, dass man immer das Gefühl hat, es würde Wohltätigkeit mit den Gesichtern von Kindern, mit Augen über die Fliegen laufen, generiert, muss ich Ihnen sagen, ich habe niemals Kindergesichter gesehen wie in Afghanistan. Kindergesichter, von denen man sagen kann, sie sind wie angewelkte Knospen. Es sind Kindergesichter, die haben physiognomische Züge, von denen ich nicht wusste, dass sie bei Kindern möglich sind, mit tief eingefressenen Magenfalten, mit Tränendrüsen und Tränensäcken, die so tief hängen wie bei Greisen, mit igelartig hochstehenden Frisuren, mit staubgetuschten Wimpern. Und diese Kinder gucken sie gleichzeitig an mit einem Lebenshunger und einer Begeisterung. Und die wollen den Fahrtwind aufnehmen, mit dem sie selber angekommen sind. Und sie möchten am liebsten in diesen Fahrtwind tauchen und hierher kommen und anders leben. Sie möchten teilnehmen an irgendeiner Form von Leben, das sie noch gestalten könnten. Und die sind um alle Möglichkeiten, das Leben so zu gestalten, gebracht. Die haben Fingerfladenbrot auf dem Rücken. Das haben sie sich hingeschnallt mit 2 Löchern in dem Brot. Und sie gehen damit in die Stadt und sie geben Wasser an Leute, die vielleicht Wasser brauchen. Oder sie schwenken eine duftende Kohle, um die Geister zu vertreiben. Das ist ihre Einkunft. Und diese Kinder, die alles von ihnen wollen, die stehen in einem Flüchtlingslager und die haben eine Hand in der Achselbeuge. Und die wollen auch cool sein. Und cool ist so eine Haltung, die ist wie abgeklärt wirken, ohne aufgeklärt worden zu sein. Und die Kinder sind aufgeklärt. Die sind durch ihr Leiden aufgeklärt worden. Und die stehen da und rufen, Hello, Mister! What's your matter? Und die sagen, No matter. So what are you doing here? Und ich sage, Just visiting. Dann dreht er sich um zu seinem Freund und sagt, look, first tourist. Und es wäre so schön, wenn es so wäre, wenn Menschen nach Afghanistan reisen könnten, aus keinem anderen Grunde, als alles zu entziffern, was ihnen die Netzhaut belichtet. Und dann fragen sie immer noch, warum stehen die so da? Und in ihrer Coolness haben sie gelernt, die Gesten der Erwachsenen nachzumachen. Die Erwachsenen haben hier ihre Schulterholster gehabt, die haben im Krieg hier nach ihren Waffen gefasst. Und die Kleinen haben da keine Waffen. Aber die stehen trotzdem so da, in simulierter Stärke. Und auf den Märkten gibt es
violettfarbene Schnellfeuergewehre aus Plastik, die die Spielzeugindustrie von Pakistan nach Afghanistan schwemmt und mit denen die Kinder dann ihre Traumata bearbeiten sollen. Und dann gehen sie mal in eine solche Klasse und sehen da 40 Mädchen sitzen mit Kopftüchern und solchen Augen. Und die Mädchen gehen morgens um 5:30 aus dem Haus, damit sie vor dem Vierhüten um 10:30 noch Unterricht bekommen können. Und wenn man sie fragt, was wollt ihr werden, dann sagen sie alphabetisiert, weil sie denken, das sei ein Beruf. Und keine von denen will Britney Spears werden, schon das ist Lob wert. Und die wollen Lehrerinnen werden, die wollen Ärztinnen werden, die wollen an der Geschichte ihres Landes teilnehmen. Und das Erstaunliche ist, dass die Väter, denen wir unterstellen, sie hätten vielleicht Angst davor, dass ihre Töchter sich erziehen könnten, dass sie plötzlich Akademikerinnen werden, dass die Väter das verbieten. Sehr häufig verbieten die Väter das gar nicht. Die Väter haben Angst davor, dass die Kinder, wenn sie zu lange zur Schule gehen müssen, 2 Stunden lang laufen müssen, immer ängstlich vergewaltigt zu werden. Denn wie bearbeiten die jungen Krieger ihre Traumata? In dem Augenblick, wo man die Schulen in die Nähe der Dörfer bringt, in die Nähe der Wohnhäuser, oh ja, dann sind die Väter sehr wohl bereit, ihre Töchter in die Schule zu schicken. Oh ja, dann sind sie an der Alphabetisierung sehr interessiert. Aber es geht darum, diese Schulen zu bauen. Es geht darum, diesen Menschen abseits von einer Politik, die sie bis in unsere Politik hinein unablässig erniedrigt, die es ihnen unablässig schwer macht, die sie unablässig mit militärischen Initiativen überzieht, die immer wieder tief in die Geschichte dieses Landes eingegriffen haben, bis zur Etablierung von Taliban, die nicht die Afghanen etabliert haben dort, sondern die amerikanische Politik dort etabliert hat. Bis zu diesem Punkt. Geht es darum, irgendein Bild des Landes zu entwerfen, das nicht aus Politik besteht und das hilft in einem Bereich, den Politik nicht abdeckt. Das heißt, in der ganz einfachen täglichen Praxis, in der Menschen überleben müssen. Und wenn dieser Abend dazu beiträgt, dass in Afghanistan in diesem Augenblick, wo Leute mit großen Augen von Kabul, von Kunduz aus hierher gucken und sich darüber wundern, dass 1000 Leute in einem Saal sind und für Afghanistan tätig werden. Wenn diese Menschen beantwortet werden damit, dass ihnen das Leben gerettet wird, dass ihnen das Leben zum Teil verbessert wird durch einen solchen Abend, dann ist alle Mühe und vor allen Dingen ihre Geduld hoch wertvoll. Und das ist der Sinn des Abends und das ist das, wozu wir mit diesem Abend beitragen wollen. Und jetzt haben Sie es, was die humanitäre Botschaft angeht, eigentlich schon fast hinter sich. Ich möchte Ihnen die erste Schauspielerin des Abends vorstellen. Eine, die Sie alle kennen, weil sie sehr viel im Fernsehen zu sehen gewesen ist. Sie ist bis zum Jahr 2001 ein festes Ensemblemitglied der Münchner Kammerspiele gewesen unter Dieter Dorn. Sie ist in Mexiko-Stadt geboren, hat viel Zeit in Lateinamerika verbracht, weil ihr Vater Diplomat war. Sie ist wirklich eine internationale Lady und was sie sich ausgesucht hat für den Abend, sagt sie Ihnen selbst. Hier ist Sophie von Kessel. Ingeborg Bachmann, ich weiß keine bessere Welt. Wer weiß eine bessere Welt, der trete vor. Allein nicht mehr in Tapferkeit und diesen Speichel nicht abgewischt, diesen Speichel im Gesicht ihn tragen, als ginge es zur Krönung. Und dies vergolten, es geht zur Kommunion und unter Brüdern. Das schwache Kaninchen, die Ratte und die da fallen, sie alle, allein nicht. Mehr, ein Schrecken schon, Traum von der Wiederkehr, im Traum von der Bewaffnung, im Traum von Wiederkehr. Für CE. Dass ich Zeit verliere, nicht antworte, so esse und schlafe und lese und auch Musik, dass ich so nicht bin, das nicht, dass ich so lebe und gehe mit diesen Socken und erdigen Schuhen durch das verrottete Gras und die Weinberge.
dass ich so lebe, alles ablege, auch eine gelinde Hoffnung, es könne anders sein. Ein Flugzeug würde nicht fliegen, ein Gesicht auf mich zukommen, nicht wieder, sondern endlich. Ich lebe es mir vor und rühre mich nicht, trinke den Tee und schlafe schlecht. Aber ich lebe mir vor, erwürgt von Banalitäten, lebe ich mir ein Leben vor, in dem es rot blüht. Bescheidenheit ist das nicht, sondern Auslöschen. Ein Einverständnis mit Freude, die langweilig ins Gesicht tritt. Der Komplize der Banalität und des Zeitvergehens und der wilde. Du hast gemerkt, man war überrascht über den Schluss. Ja. Das sind Fragmente, oder? Ja, es sind oder Fragmente. Teilweise sind es Fragmente. Das ist alles aus dem Nachlass von ihr und das sind Gedichte, die sie selber gar nie in dem Sinne veröffentlicht hat. Und warum hast du dich für Ingeborg Bachmann entschieden? Weil es jemand ist, der mir sehr aus der Seele spricht in ihren Gedichten. Das ist eine ganz persönliche Sache, das ist eine ganz persönliche Liebe, die ich zu ihr habe. Ich glaube, das hat man gemerkt. Wir bereiten uns auf einen Gast vor, der in gewisser Hinsicht zum etwas weihevollen Ton, den wir gerade haben, natürlich passt. Denn dieser Mann hat an einer Jesuitenhochschule studiert, katholische Theologie und Philosophie. Er hat einen Abschluss der Universität Berkeley. Er hat einen Abschluss von der Goethe-Universität in Frankfurt. Er hat 3 Monate an der Universität in San Francisco gelehrt. Und er ist einer der liebenswürdigsten und gleichzeitig intelligentesten Kollegen, die man sich wünschen kann. Gerd Skobel. Da bin ich. Gerd, bei dem Text, den du ausgesucht hast, muss ich dich einfach zunächst fragen, was ist es und warum das? Was müssen wir wissen, bevor du liest? Ja, im Gegensatz zu dir, Roger, bin ich ja nicht promoviert. Und ich weiß, du hast über Musil promoviert. Und ich habe gedacht, unter anderem, ich tue dir einen Gefallen, wenn ich einen Musil-Text aussuche. Nein, aber im Ernst, es ist ein Text von Robert Musil aus dem Mann ohne Eigenschaften, der schwer zu lesen ist. Das ist aber ein Text, den ich, seit ich angefangen habe, ihn zu lesen, das ist schon viele, viele Jahre her, immer wieder mit mir rumtrage, immer wieder neu lese, so jedes Jahr irgendwie 1-2 Mal wieder was Neues entdecke. Und das ist ein Abschnitt aus den heiligen Gesprächen. Das sind also Gespräche, die die Hauptfigur Ulrich, der Mann ohne Eigenschaften, mit seiner Schwester Agathe führt. Die beiden haben, wie das in großer deutscher Literatur oft so ist, mehr als nur eine geschwisterliche Beziehung. Das ist ein Inzestverhältnis zwischen den beiden. Spielt aber für den Text jetzt keine Rolle. Und was ich so toll finde an dem Text, ich glaube, also wenn es darum geht, Frieden zu schaffen, ist eine Möglichkeit natürlich wirklich das zu machen, was du machst, was die Leute machen, die du unterstützt, wirklich handgreiflich Hilfe zu leisten vor Ort. Das andere ist, Einstellungen zu verändern. Und da scheint es ja so zu sein, dass Religion uns immer wieder in die Quere kommt dabei. Und der Text, den ich ausgesucht habe, da geht es um etwas, was man im weitesten Sinn also religiöse Gefühle nennen könnte, aber gleichzeitig um eine Erfahrung, die völlig unabhängig ist von jeder Religion. Also jetzt als ein System, was dann irgendwie versucht, diese Erfahrung zu benennen. Und ich glaube, das ist etwas, was in uns allen steckt. Und wenn wir diesem Gefühl nachgeben würden, was mehr als ein Gefühl ist, es ist ein Zustand und damit eine Einstellung zur Welt. Wenn wir das schaffen würden, glaube ich, hätten wir eine ganz andere Art und Weise, miteinander umzugehen, aufeinander zuzugehen. Danke. Ja, also aus dem Mann ohne Eigenschaften. Es geht darum, ins Herz der Welt zu geraten. Ulrich und Agathe unterhalten sich und so geht's dann weiter.
Er und Agathe gerieten auf einen Weg, der mit dem Geschäfte der Gottergriffenen manches zu tun hatte, aber sie gingen ihn, ohne fromm zu sein, ohne an Gott oder Seele, ja auch nur an ein Jenseits und noch einmal zu glauben. Sie waren als Menschen dieser Welt auf ihn geraten und gingen ihn als solche. Und gerade das war das Beachtenswerte. Ulrich, der in dem Moment, wo ihn Agathe wieder anredete, noch von seinen Büchern und den Fragen, die sie ihm aufgaben, in Anspruch genommen war, hatte trotzdem das Gespräch, das beim Widerstand seiner Schwester gegen die Frömmigkeit ihrer Lehrerinnen und seiner eigenen Forderung exakter Gesichter abgebrochen war, nicht für die kürzeste Zeit aus dem Gedächtnis verloren und erwiderte sogleich: Man braucht durchaus kein Heiliger zu sein, um etwas davon zu erleben. Man kann auch auf einem umgestürzten Baum oder einer Bank im Gebirge sitzen und einer weidenden Rinderherde zusehen und schon dabei nichts Geringeres mitmachen, als wäre man mit einem Mal in ein anderes Leben versetzt. Man verliert sich und kommt mit einem Mal zu sich. Du hast ja selbst schon davon gesprochen. Aber was geht da vor sich? Fragte Agathe. Dazu musst du dir vorerst klar machen, was das Gewöhnliche ist, erklärte Ulrich mit einem Versuch, den allzu rasch mitreißenden Gedanken durch einen Scherz zu bremsen. Das Gewöhnliche ist, dass uns eine Herde nichts bedeutet als weidendes Rindfleisch. Oder sie ist ein malerischer Gegenstand mit Hintergrund. Oder man nimmt überhaupt kaum Kenntnis von ihr. Rinderherden an Gebirgswegen gehören zu den Gebirgswegen. Und was man in ihrem Anblick erlebt, würde man erst merken, wenn an ihrer Stelle eine elektrische Normaluhr oder ein Zinshaus dastünden. Ansonsten überlegt man, ob man aufstehen oder sitzen bleiben soll. Man findet die Fliegen lästig, von denen die Herde umschwärmt wird. Man sieht nach, ob ein Stier unter ihnen ist. Man überlegt, wo der Weg weiterführt. Das sind unzählige kleine Absichten, Sorgen, Berechnungen und Erkenntnisse. Und sie bilden gleichsam das Papier, auf dem das Bild der Herde steht. Man weiß nichts von dem Papier, man weiß nur von der Herde drauf. Und plötzlich zerreißt das Papier, fiel Agathe ein. Ja, das heißt, irgendeine gewohnheitsmäßige Verwebung in uns zerreißt. Nichts Essbares grast dann mehr, nichts Malbares, nichts versperrt dir den Weg. Du kannst nicht einmal mehr die Worte grasen oder weiden bilden, weil dazu eine Menge zweckvoller, nützlicher Vorstellungen gehört, die du auf einmal verloren hast. Was auf der Bildfläche bleibt, könnte man am ehesten ein Gewoge von Empfindungen nennen, das sich hebt und senkt oder atmet und gleist, als ob es ohne Umrisse das ganze Gesichtsfeld ausfüllte. Natürlich sind darin auch noch unzählige einzelne Wahrnehmungen enthalten, Farben, Hörner, Bewegungen, Gerüche und alles, was zur Wirklichkeit gehört, aber das wird bereits nicht mehr anerkannt, wenn es auch noch erkannt werden sollte. Ich möchte sagen, die Einzelheiten besitzen nicht mehr ihren Egoismus, durch den sie unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, sondern sie sind geschwisterlich und im wörtlichen Sinne innig untereinander verbunden. Und natürlich ist auch keine Bildfläche mehr da, sondern irgendwie geht alles grenzenlos in dich über. Nun übernahm wieder Agathe lebhaft die Beschreibung. Jetzt brauchst du bloß statt Egoismus der Einzelheiten, Egoismus der Menschen zu sagen, rief sie aus. So ist das, was man so schwer ausdrücken kann, liebe deinen Nächsten. Heißt nicht, liebe ihn so, wie ihr seid, sondern es bezeichnet doch eine Art Traumzustand. Alle Sätze der Moral, bestätigte Ulrich, bezeichnen einen Traumzustand, der aus den Regeln, in die man ihn fasst, bereits entflohen ist. Eigentlich gibt es dann gar kein Gut und Böse, sondern nur Glauben oder Zweifel, rief Agathe aus, der jetzt der sich selbst tragende ursprüngliche Zustand des Glaubens so nahe zu sein schien und ebenso sein Verlust in der Moral, von dem ihr Bruder gesprochen hatte, als er sagte, Glaube könne nicht eine Stunde alt werden. Ja, es steht in dem Augenblick, wo man dem unwesentlichen Leben entschlüpft, alles in einer neuen Beziehung zueinander, stimmte Ulrich bei. Fast möchte ich sagen, in gar keiner Beziehung. Denn sie ist eine gänzlich unbekannte, über die wir keinerlei Erfahrungen haben, und alle anderen Beziehungen sind verlöscht. Aber diese eine ist trotz ihrer Dunkelheit so deutlich, dass man sie nicht leugnen kann. Sie ist stark, aber sie ist unfassbar stark. Man könnte auch sagen, gewöhnlich bleibt man etwas an und der Blick ist wie ein Stäbchen oder ein gespannter Faden, woran sich Auge und Augenblick gegenseitig stützen. Und irgendein großes Gewirk von solcher Art stützt jede Sekunde, wogegen jetzt in dieser einen eher etwas schmerzlich Süßes die Augenstrahlen auseinanderzieht. Man besitzt nichts von der Welt, man hält nichts mehr fest, man wird von nichts mehr festgehalten, sagte Agathe. Es ist alles wie ein hoher Baum, an dem kein Blatt sich regt. Und man kann nichts Niedriges tun in diesem Zustand. Man sagt,
Es könnte in diesem Zustand nichts geschehen, was nicht mit ihm übereinstimmte, ergänzte Ulrich. Ein Verlangen, ihm anzugehören, ist der einzige Grund, die liebevolle Bestimmung und die einzige Form alles Tun und Denkens, die in ihm statthaben. Er ist etwas unendlich Ruhendes und Umfassendes und alles, was in ihm geschieht, mehrt seine ruhig steigende Bedeutung. Oder es mehrt sie nicht, dann ist es das Schlechte. Aber das Schlechte kann nicht geschehen, weil im gleichen Augenblick die Stille und Klarheit zerreißt und der wunderbare Zustand aufhört. Ulrich sah seine Schwester prüfend an, ohne dass sie es merken sollte. Er hatte doch immer das Gefühl, man müsste jetzt bald mal aufhören. Aber Agathes Gesicht war verschlossen. Sie dachte an lang Vergangenes. Sie antwortete: Ich wundere mich über mich selbst, aber es hat wirklich eine kurze Zeit gegeben, wo ich Neid, Bosheit, Eitelkeit, Habsucht und Ähnliches nicht mehr kannte. Es ist kaum noch zu glauben, aber mir kommt vor, sie wären damals mit einem Schlag nicht nur aus dem Herzen, sondern auch aus der Welt verschwunden gewesen. Ich habe bei der Vorsitzenden des afghanischen Frauenvereins Nadia Karim vor ein paar Jahren auf dem Boden gesessen und einem Gitarrespieler zugehört, der auf Dari sang und der mir sehr angenehm war und dessen Musik mir auch sehr angenehm war. Ich hatte ihn fast wieder vergessen, als ich Jahre später nach Kabul kam und in dem Viertel, in dem die Musiker zu Hause sind, mit ein paar Musikern sprach und die fragten mich: Hast du denn schon einmal einen afghanischen Musiker kennengelernt? Und ich sage: Ja, aber das wird euch nicht sagen. Der heißt Farod Daria. Und daraufhin brachen sie kollektiv zusammen und sagten: Das ist der größte Musiker Afghanistans. Der spielt zwar zu euch im Teutoburger Wald, aber eigentlich spielt er auch vor 50.000 Menschen im Fußballstadion von Kabul, mitten im Krieg. Ein außerordentlich couragierter Mann. Er öffnet eigentlich die Bühnen der Welt für afghanische Musik. Er ist mit der Begegnungen-Tour mit Peter Maffay zum Beispiel selbst bei Wetten, dass aufgetreten. Er ist ein Menschenrechtspreisträger. Er ist einer der Menschenrechtsaktivisten Afghanistans, für Kinderrechte vor allen Dingen, und eine der wahrhaften Respektspersonen. Und ich weiß, dass viele Leute hier im Saal sind, die eigentlich ausschließlich wegen Farod Daria da sind. Und ich freue mich sehr, dass er die Reise hierhin angetreten hat. Und zum allerersten Mal wird er am Klavier begleitet von Frank Weise. Und ich bin wirklich froh und stolz, sagen zu können: Hier ist Farod Daria. خودم این سو دلم آن سوی دریا مقام و منزلم آن سوی دریا خودم این سو دلم آن سوی دریا مقام و منزلم آن سوی دریا خودم این سو دلم آن سوی دریا مقام و منزلم آن سوی دریا ز درد دل گرفته تا جوانی تمام حاصلم آن سوی دریا تمام حاصلم آن سوی دریا ز درد دل گرفته تا جوانی تمام حاصلم آن سوی سوی دریا خودم این سو دلم
آن سوی دریا مقام و منزلم آن سوی دریا خودم این سو دلم آن سوی دریا مقام و منزلم آن سوی دریا ز درد دل گرفت تا جوانی تمام حاصلم آن سوی دریا تمام حاصلم آن سوی دریا ز درد دل گرفت تا جوانی تمام حاصلم آن سوی دریا تمام حاصلم آن سوی دریا خودم این سو دلم آن سوی دریا مقام و منزلم آن سوی دریا خودم این سو دلم آن سوی دریا مقام و منزلم سوی دریا. Und der nächste Gast, und das Wichtigste ist vielleicht, was wir über ihn sagen müssen, ist in Bonn geboren. Er hat an dieser Alma Mater Germanistik, Pädagogik und Soziologie studiert. Er gehört zu den Gründungsmitgliedern einer Gruppe, die hieß Comedy Crocodiles. Die wurden 92 gegründet, sind seither vergessen. Und man hat nicht das Gefühl zu Unrecht. Er hat aber seither unser aller Humorverständnis, glaube ich, mitgeprägt, weil er zu denen gehört, die wirklich als Individuen im Komischen sofort erkennbar sind. Und er vermag es ganz alleine, selbst ohne Worte, ganze Comedy-Serien zu tragen und dem Humor im Fernsehen ein Stück Würde zu geben. Wie schön, dass der da ist. Bastian Pastewka. Lieber Roger Willemsen, das ist völlig richtig. Dankeschön. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen etwas vortragen, wenn Sie gestatten, von einem tollen Autor, den ich lange kenne, der heißt Tommy Jaud. Den kennen Sie sicher alle, Bestseller-Autor. Sein neues Buch heißt Millionär und es handelt von einer Hauptfigur namens Simon Peters. Er ist Nörgler und Weltverbesserer. Er ist genau wie ich 28 Jahre alt und... Ja, richtig. Ich wollte nur wissen, ob Sie noch wach sind. Dieses Buch ist gewidmet allen, die beim Jogging auch ständig überholt werden. Ja, das kenne ich gut. So, ein Drittel der Menschheit ist bekloppt. Manchmal ist es auch die Hälfte, das hängt vom Wetter ab. Unsinn? Ja gut, vielleicht kann mir dann jemand erklären, warum alle Fußgänger sofort ein unfassbar blödes Gesicht machen und die Schultern hochziehen, wenn es auch nur ein bisschen anfängt zu regnen. Glauben die im Ernst, sie würden durch eine dämliche Grimasse auch nur einen Tropfen weniger Regen abbekommen? Das ist eine rhetorische Frage mit einer sehr, sehr traurigen Antwort. Ja, sie glauben es. Aber auch ohne Niederschlag ist die Beklopptenquote bedenklich hoch. Wer, wenn nicht ein Bekloppter, kommt zum Beispiel auf die Idee, urinfarbenen Kloreiniger herzustellen? Ja, der dauert, meine Damen und Herren, der dauert. Wer, wenn nicht ein Bekloppter, hat eine Alzheimer-Plakatkampagne an die Stadt Köln verkauft, mit einer alten Frau drauf und dem Text Alzheimer, jeder Tag zählt. Infos unter 0221 221 7859 51 9864 28123. Gab's. So, Simon Peters, wie jeden Morgen um 8.44 Uhr stehe ich an meiner Haltestelle, beobachte Menschen, die mit dämlichen Gesichtern durch den Regen stolpern und warte darauf, von den Kölner Verkehrsbetrieben in mein Büro gerüttelt zu werden. Noch 3 Minuten steht auf der Anzeigetafel, was bei der KVB alles heißen kann zwischen sofort und nie. Selbst wenn die Bahn in Sichtweite kommt, ist es keine Garantie, dass sie es auch tatsächlich bis zur Haltestelle schafft.
Denn da so eine Straßenbahn nun mal auf der Straße fährt, ist es durchaus möglich, dass einen halben Meter vor der Haltestelle noch ein Dönerspieß auf die Gleise fällt. Oder der im Suff geparkte Smart von Uschis Nagelstudio die Schienen blockiert. 2 Minuten zeigt die Infotafel jetzt und teilt mir zusätzlich in roter Laufschrift mit, dass Florian Silbereisen am 14.12. in der Köln Arena gastiert. Noch 1 Minute bis zur Bahn, noch 1 Monat bis zu Silbereisen. Freud und Leid liegen so eng beisammen manchmal. Weil kein Einzelplatz mehr frei ist, muss ich in der Bahn neben einem kauzigen alten Herrn in nasser Stoffjacke Platz nehmen. Er riecht nach duftbaumnasser Dackel. Wie jeden Morgen sehe ich nichts als konzentriertes Unglück in der Bahn. Es ist eine Tatsache, je früher man Bahn fährt, desto unglücklicher sind die Fahrgäste. Das ist so, weil vor 9 Uhr sowieso kein Mensch freiwillig irgendwo hin will. Nein, alle müssen. Und jetzt fahren sie Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Ich bin mir sicher, würde der Zugführer nur so zum Spaß unsere Bahn langsam in den Rhein rollen lassen. Keiner würde um Hilfe rufen. Keiner würde die Scheibe zerklopfen mit einem roten Hämmerchen. Alle würden nur seufzen, ja, das muss so sein. Gut. Am Wochenende und am Karneval besteht in Köln eine kleine Chance auf Stimmungswechsel bei der Wagenflutung. Da sind wir dabei. Das ist Mein Büro ist ein Orient-Internet-Café in der Kölner Südstadt, das so schön geschmückt ist, dass man es ebenso gut 1001 Internet nennen könnte. Und der unschlagbare Vorteil meines Büros ist, dass ich hier von 9 bis 12 für nur 1 Euro ins Netz kann. Bei monatlich 20 Arbeitstagen macht das eine durchschnittliche Bürowarmmiete von 20 Euro. Ich lasse mich in einen Stuhl fallen und checke meine E-Mails. Der Serviceletter von Köln Ticket bietet mir einen 20%igen Rabatt für Florian Silbereisen in der Köln Arena. Ich klicke auf die Nachricht von der Süßwarenkette Ferrero, denen ich vor 2 Tagen ihre dämliche Time for Gold Fernsehwerbung zerrissen habe. In diesem Fernsehspot lässt ein neureicher Aushilfsbond im schwarzen Anzug goldene Rocher-Fallschirme auf irgendeine blöde Poolparty fallen. Nur weil er die Blondine im kleinen Schwarzen vögeln will. Howard, Sie sind ein neureiches Arschloch. Ich oder Rocher? Klick. Sehr geehrter Herr Peters, mit Bedauern nehmen wir zur Kenntnis, dass Ihnen unser Time for Gold-Spot nicht zusagt. Laut Marktforschung kommt dieser Spot allerdings sehr gut bei unseren Kunden an. Wir haben uns erlaubt, Ihre Kritik an die von uns beauftragte Werbeagentur weiterzuleiten, die sich sicher in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen wird. Ha, die Kritik hat gesessen. Tja, auch wenn es nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, wenn sich nur jeder 10. von TV-Spots genervte Fernsehzuschauer mal zu seinem Computer statt zum Kühlschrank schleppen würde, um sich zu beschweren, dann sähe Deutschlands TV-Werbung schon ganz anders aus. Okay. Die Einkaufskette Rewe hat sich nach einer Woche auch mal gemeldet. Sehr schön. Klick. Sehr geehrter Herr Peters, wir bedauern sehr, dass Sie Anlass zur Reklamation unserer marinierten Nackensteaks haben. Umso mehr möchten wir Ihnen danken, dass Sie uns darüber in Kenntnis setzen, dass unsere Nackensteaks wie zerschredderte Straßenkatze schmecken und die Lammmedaillons wie mit Altöl verklebte Brieftaube. Als kleine Entschädigung haben wir uns erlaubt, Ihnen an die angegebene Adresse eine Auswahl weiterer Produkte aus unserem Hause zukommen lassen. Mit freundlichen Grüßen, Hugo Wolf, Qualitätssicherung Mecklenburger Qualitätsmetzgerei, Abteilung Nacken, Schulter und Hüfte. Beruhigt beginne ich meinen Arbeitstag mit einer Mail an Sony Ericsson, in der ich darauf hinweise, dass das Handy-Wörterbuch des K610i weder die Worte Arschkrapfen, Schnellfickerschuhe oder Rahmschnitzelerhitzung kennt. Das Wort Autobahn hingegen wird sofort erkannt. Und das, wo Johannes B. Kerner doch erst neulich mehrfach gesagt hat, Autobahn geht gar nicht. Die letzte Mail geht an die französische Mineralwasserfirma Vittel. Warum? Weil ihre großen, blöden Plastikwasserflaschen immer noch stundenlang nachknacksen, wenn man sie einmal eingedellt hat. Kennen Sie das Geräusch? Mehrfach bin ich nachts schon vor Schreck aus dem Bett geschossen. Einbrecher, habe ich gedacht, bin mit einer Taschenlampe durchs Haus gelaufen. Dabei war es nur eine komische Franzeckenflasche. Das war Teil 1. Herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, Dankeschön.
Bastian. Ja, richtig. Nicht umsonst. Nicht umsonst hast du einen Autor gewählt, der auch fürs Fernsehen geschrieben hat. Ja, es ist mein guter alter Freund Tommy Jaud, mit dem ich schon viele Schlachten geschlagen habe. Also meine ersten Fernseherlebnisse, du hast sie gerade genannt. Der hat die Wochenshow auch geschrieben. Die Wochenshow war der Einstieg für ihn und mich. Und also wir kennen uns ewig und ich freue mich, dass er mir dieses Skript zur Verfügung gestellt hat. Du hast für uns eigentlich erst das Fernsehen in vielerlei Hinsicht ergiebig gemacht, was das Komische angeht. Vielen Dank. Das ist so. Wenn du über Fernsehserien redest, wenn du über deine Sozialisation durch das Fernsehen redest, ist dir meistens das Lachen sicher. Das Kind lacht aber in der Regel anders, als der Erwachsene lacht. Also ich habe Louis de Funès zu einer Zeit komisch gefunden und später war das sofort vorbei. Ja, es ist komisch. Worüber diese konntest du lachen? Ja, als Kind natürlich über Louis de Funès, weil der halt so viele verrückte Sachen gemacht hat und weil es so lustige Titel waren. Ja, Oscar lässt das Brausen nicht. Was ist das Brausen? Wir wissen es bis heute nicht. Was das Brausen ist, wissen wir nicht. Balduin das Nachtgespenst. Ja. Riesentitel, oder? Oder es gab auch mal Balduin der Sonntagsfahrer. Der wurde später umbenannt, ist derselbe Film, in Oscar der Zickzackfahrer. Wer macht sowas? Welcher war besser? Ja, ich weiß es nicht. Oder man hat, glaube ich, Didi Hallervorden anders bewertet, als man noch sehr klein war. Ja, natürlich. Oder? Ja. Ja, ich finde Nonstop Nonsense, das war ja damals Didis große Sendung mit der Kuh Elsa. Oh, kann die eigentlich rauchen? Und so. Das hab ich damals gerne geguckt und heute ehrlich gesagt auch noch. Das war aber das waren Zeiten, wo man dir auch nachsagt, dass Ingrid Steeger noch einen gewissen Wallungswert für dich gehabt hat. Ingrid Steeger ist wunderschön. Geht der Satz noch weiter? Nein. Ich wollte diese Stille einfach jetzt hier genießen. Ja, das ist gut. Es gibt jetzt die große Ingrid Steeger Box zu kaufen auf DVD. Legen Sie sich vielleicht einfach mal zu, meine Damen und Herren. Da sind Ihre ganzen Erotikfilme drin. Nein, das sind keine aus Erotik. Diese ganzen Filme wie Graf Porno bläst zum Zapfenstreich. Und da hat sie... Ja, natürlich. Genau. Die goldene Banane von Bad Porno. Unvergessen. Ja. Unvergessen, wo der Wildbach durch das Höschen rauscht. Diese Filme gibt es alle. Ich will das nicht hören. Im Walde der nickenden Fichten. Es gibt alles. Es sind Afghanen im Publikum. Ich weiß, es tut mir leid. Aber, Ich habe das immer besonders gerne gehört, wenn die Bonner Telefonauskunft das angesagt hat. Die Kinoauskunft. Oh, das kennst du auch noch. Wir kommen ja beide aus. Wie ging das denn? Die nickenden Fichten. Im Wald der nickenden Fichten. Heute um 20 Uhr im Smoking. Das ist ein Teppichladen. Um Gottes Willen. Und sag mal, für mich hat dann irgendwann nur schuldhaft gesehen, weil wir keinen Fernseher hatten, haben die amerikanischen Serien Hiram Holiday, Buddy Over Street, solche Sachen, die immer wenn er Pillen nahm und sowas, prägend. Stanley Beamish. Ihr seid immer in der Telefonzelle. Ihr kennt das noch, ne? Ihr seid weit über. Nachkriegsgeneration. Wir hatten ja sonst nichts. Ja, natürlich. Ich weiß noch, dass bei Buddy Overstreet hieß es immer, das ist Buddy Overstreet. Dann kam gesucht vom mächtigsten Verbrechersyndikat New Yorks. In einem Dampfbett belauschte er zwangsweise ein Gespräch, in dem das dort kleine Hühnchen vorkam. Nein. Nun lautet der Befehl, tötet Buddy Overstreet. Und dann sah man, wie er in die Kanalisation rutschte und unter Wasser weiterlief. Das kenne ich überhaupt nicht, meine Damen und Herren. Ich wollte dich ein bisschen antriggern. Das hast du doch erfunden, oder? Nein, das ist wahr. Ich komme aus einer anderen Generation, da hieß es halt, das ist mein Boss, Jonathan Hart, ein Selfmade-Millionär, der hat Nerven. Das ist Mrs. Hart, eine traumhafte Frau, einfach toll. Übrigens, ich heiße Max, ich kümmere mich um die beiden und das ist gar nicht so einfach, denn ihr Hobby ist mörderisch. Hart aber herzlich, wer es erkannte. Hart aber herzlich, Jonathan und Jennifer Hart. Mann. Robert Wagner und Stephanie Powers, ganz genau. Und gibt es irgendwas, was man in Deutschland an die Seite stellen kann, Derek? Ja, Derek ist immer eine tolle Sache. Die Dialoge im Derek, hast du viel Derek, du hast bestimmt viel, oh Sophie, wird das nicht sagen. Du hast bestimmt Derek gespielt, oder? Nein. Okay. Der Leiche. Der Alte? Der Alte habe ich auch noch nicht. Fall für zwei? Auch nicht. Ach komm, jetzt erzähl keinen. Ja, Siska? Ich habe gar nichts gemacht. Ja. Aber da werden tolle Sätze gesagt, wie zum Beispiel, ich habe meinen Vater gehasst, aber ich habe ihn nicht umgebracht. Da muss man bedeutungsschwanger weggehen. Das ist gut. Man muss eigentlich Sätze sagen und dann bedeutungsschwanger weggehen. Das ist aber eben gut gelungen. Um diese Zeit war ich überhaupt nicht zu Hause. Tut mir leid, Herr Kommissar. Das reicht, ja. Dann geht man so weg. Ja, natürlich. Ja. Oh, es kommt jemand. Es kommt wieder jemand. Es sind noch Plätze frei am Tisch. Im richtigen Moment, möchte ich sagen. Es kommt jemand, und das muss ich sagen, auch mit engem Bezug zu Bonn. Er hat nämlich im Bonner Theater sehr lange gespielt, wurde im Fernsehen berühmt durch Sams und Kommissarin im Kommissar als Alberich. Und hat aber mir zum ersten Mal unheimlich imponiert als Ophelia in einer Inszenierung vom Hamlet. Und das ist natürlich Christine Urspruch.
Ich was not yet in nach would ich like to go where the women are so under, so under than under woe. Ich was not yet in nach would ich like to go. Als ich understehen, mange language, will ich understehen language in. Ich was not yet in. Nach, would ich like to go. When descending me across the mare, why not sending me where ich would like to go? Yes, yes. Descending me across the mare, so I would like to go where I like to go there. Ich was not yet in nach would ich like to go. Schön, und wir müssen unbedingt nachliefern. Das war Ernst Jandl. Sag uns einmal, warum hast du dich für Ernst Jandl entschieden? Ich mag Jandl sehr, sehr gerne, weil ich finde, er hat einfach diesen Zugang zur Sprache, einen sehr intelligenten, humoristischen Umgang mit der Sprache. Es macht einfach Spaß, Jandl zu lesen und zu sprechen. Und ganz poetisch mit der Leiter. Das steht nicht in der Regieanweisung. Nee, das war meine eigene Idee. Du wolltest, dass wir zu dir aufblicken. Genau. Das haben wir getan. Es gibt eine Person, zu der ich aufblicke, und das ist der richtige Übergang. Das ist eine Frau, die ist Sängerin, Produzentin, Moderatorin, Autorin neuerdings. Ein Buch ist von ihr im Frühjahr zu erwarten. Ich muss sagen, ich verehre die. Sie wird insgesamt eigentlich wie eine Eminenz behandelt im Fernsehen. Das erkennt man schon daran, dass sie nicht mehr drin ist. Und sie hat die intelligenteste Sendung gemacht, die es zur alternativen Musik gab, sofern es überhaupt noch so etwas wie Repräsentanz von intelligenter Musik im Fernsehen gab. Ich glaube wirklich, dass sie verantwortlich ist dafür, eine ganz eigene Nomenklatur für das Erkennen von Musik zu entwickeln. Und das wäre ihr viel zu anspruchsvoll, denn sie hat es gerne direkt, ist 78 in Wimbledon geboren. Und wer kann das sonst von sich sagen als Charlotte Roche? Guten Abend. Hallo Afghanistan-Helfer. Hallo Afghanistan-Helfer. Charlotte Roche liest heute Jörg Schubiger, und zwar aus dem Buch Als die Welt noch jung war. Jörg Schubiger, den habe ich vor kurzem für mich entdeckt zum Vorlesen für unsere Kinder. Und der wurde in der Schweiz geboren zum Sohn eines Verlegers und hat dann irgendwann ein paar Jahre später Philosophie und Psychologie studiert, was ich sehr beeindruckend finde. Ich habe noch nie eine Uni von innen gesehen. Und der ist dann aber nicht erstmal was Vernünftiges geworden, sondern ist erstmal in den Süden Europas gezogen und hat da lauter Sachen gejobbt. Und früher hieß das ja nicht gejobbt, sondern gelegenheitsgearbeitet. Und der hat ganz viele Sachen da gearbeitet. Eine Sache finde ich aber sehr beeindruckend, und zwar war der Kartonagezuschneider. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, aber ich frage gleich den Roger, der weiß nämlich alles. Das ist sehr gruselig, der weiß wirklich alles. So. Und ihr seht, da nickt der auch noch, ne, oder? Das gibt's nicht. Jörg Schubiger mag ich sehr gerne, weil er weise, tiefe, lustige Geschichten für Kinder schreibt, die auch dann für Erwachsene sehr gut sind. Und besonders gerne mag ich den, weil der Kindern die Welt erklärt und sogar den Ursprung der Welt neu erfindet, damit er so Schöpfungsgeschichten hat, wo Gott nicht drin vorkommt. Deswegen findet Charlotte Roche Jörg Schubiger gut. So. Die erste Geschichte, die ich vorlese, heißt Das Mädchen und der Tod. Einmal, ich darf das doch so in die Hand nehmen, ne? Gerne. Ja. Einmal trat der Tod zu einem Mädchen, das gerade seine Schularbeiten machte. Mädchen, komm mit mir, sagte er. Es ist Zeit. Wart noch einen Augenblick, sagte das Mädchen. Ich muss erst meine Schulaufgaben fertig machen. Gut, sagte der Tod. Schulaufgaben sind wichtig. Aber beeil dich. Da der Tod sehr müde und alt aussah, lud das Mädchen ihn ein, sich auf sein Bett zu setzen. Dann fuhr es mit seiner Arbeit fort.
5 mal wie viel sind 40? 5 mal 8 sind 40. 3 mal 6 sind wie viel? 3 mal 6 sind 16. Falsch, sagte der Tod, gibt 18. Nein, behauptete das Mädchen. 18, wiederholte der Tod. Wie kommst du denn darauf? Fragte das Mädchen. Da erklärte der Tod ihm die Aufgabe Schritt für Schritt. Danke, sagte das Mädchen. Es rechnete weiter mit lauter Stimme und der Tod hörte zu und nickte bei jedem Ergebnis. Wie viel gibt 6 mal 7? Fragte es dann. 6 mal 7 vergesse ich immer. 42, antwortete der Tod. Richtig, sagte das Mädchen. Und 9 mal 8? 9 mal 8 haben wir gar nie gehabt. Der Tod dachte nach. Da er sehr müde und alt war, hatte er viel Gelerntes wieder vergessen. 9 mal 8 weiß ich auch nicht, gestand er schließlich. Du bist sicher mal ein guter Rechner gewesen, sagte das Mädchen. Ja, nickte der Tod, einer der Besten. Schade, dass du 9 mal 8 nicht mehr weißt. Ja, ich schäme mich richtig, sagte der Tod. 9 mal 8 ist sicher die einzige Rechnung, die du nicht mehr im Kopf hast, tröstete ihn das Mädchen. Wenn du 9 mal 8 wieder weißt, bist du wieder ein guter Rechner. Ja, sagte der Tod. Dann machen wir es so, schlug das Mädchen vor. Ich frage den Lehrer, der kennt das Ergebnis. Und wenn du morgen Abend wiederkommst, kann ich es dir erklären. Das ist sehr freundlich von dir, sagte der Tod und erhob sich. Dann gehe ich jetzt wieder. Er war schon draußen im Korridor, als er rief, morgen aber ist deine Zeit abgelaufen. Huh, sagte das Mädchen. Und dann? Ja, dann kam der Tod am anderen Tag um die gleiche Zeit wieder und das Mädchen teilte ihm mit, dass 9 mal 8 72 ist. Und dann? Dann sagte der Tod, natürlich 72 und lachte. Und das Mädchen sagte, nun bist du wieder ein guter Rechner. Und dann? Dann sagte das Mädchen, der Lehrer hat uns für morgen neue Aufgaben gegeben. Die muss ich erst noch lösen, bevor wir zusammen weggehen. Ich will sauberen Tisch haben. Wenn du mir hilfst, sind wir gleich fertig damit. Und wieder half der Tod dem Mädchen bei seiner Arbeit. Und wieder kamen sie schließlich zu einer Aufgabe, die auch für den Tod zu schwierig war. Und dann, tja, und dann, am folgenden Tag, nach einem Monat, nach einem Jahr. Und als das Mädchen erwachsen war und nicht mehr zur Schule ging und als der Tod noch älter geworden war. Charlotte! Dankeschön! Das gefällt mir so gut, dass man immer bei jedem Text hat, der hier gelesen wird, hat man immer das Gefühl, der charakterisiert wirklich die Person. Wenn ich den Text gelesen hätte, hätte ich gedacht, das ist Charlotte. Ja, genau. Rein so ein morbider Typ, Tod. Ne? So. Ja, nie ja. So amoralisch. Ich kannte den Autor überhaupt nicht zum Beispiel. Es ist wahrscheinlich der am besten schreibende Kartonagezuschneider, den es in der Literaturgeschichte gibt. Und das ist doch hier Kartonage zugeschnitten, oder? Eben. Das ich habe nur gelacht, weil ich wusste, dass du selber weißt. Nee, alles ist das so? Karton, ist das was war jetzt ein Witz von mir? Ist das das? Deine Witze sind häufig blutiger Ernst, wie wir eben schon festgestellt haben. Das ist alles, was Karton ist, ist Kartonage auch. So. Und das muss ja zugeschnitten werden, sonst passt es ja nicht darum. Bastian guckt nicht so skeptisch, das ist so. Ja, aber dann hat man zwei Wörter für den gleichen Begriff, das nervt. Ja, der Karton ist das reine Material. Ja. Die Kartonage ist das alles. Weißt du, das ist natürlich. Du musst da natürlich globaler denken, ja, auch ja, bei der Kartonage. Rede mal mit dem Jesuiten an deiner Seite. Der kann dir das erklären. Ich habe mir vorgestellt, dass der so Formen ausschneidet, die man so ineinander steckt, und dann hat man einen Pizzakarton oder so. Das ist zum Beispiel, also das so ist definitiv Kartonage. Ja, ja, ja. Das war unvorhersehbar, dass wir darüber reden würden. Ich wollte eigentlich, ich hätte das Thema ganz anders vorbereitet sonst, aber es gibt Dinge, über die ich unbedingt mit dir reden will, die Afghanistan betreffen. Aber du weißt ja, wie das bei dieser Veranstaltung ist. Es steht immer irgendein Gast vor der Tür. Und der Gast, der jetzt kommt, das ist immer so komisch, wenn man sich so superlativisch äußert. Aber hoffentlich gibt es da noch mehr Nicken dazu. Das ist einer der Schauspieler, von denen ich glaube, dass er wirklich das Feinste ist, was es gibt. Unheimlich intelligentes, raffiniertes, subtiles, hochdifferenziertes Spielen. Und zwar, ich glaube, der hat mit 19 bereits in Zürich auf der Bühne gestanden, ist seit den Anfang der 90er Jahre im Fernsehen bekannt geworden. Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen in einem Mehrteiler, der hieß The Gravy Train. Er ist dann später als Zloff in der Oetker
Entführungsgeschichte bekannt geworden, hat Preise gewonnen für seine Roy Black-Biografie filmischer Art und ist ein außerordentlich differenzierter Sprecher zugleich. Und ich habe mich so gefreut, dass der gekommen ist. Und wenn ich das noch ganz schnell sagen darf, er hat zugesagt, konnte nicht aufs Plakat gedruckt werden, war auch sehr bescheiden, sagte, wegen mir kommt ohnehin keiner. Er konnte nicht zusagen, weil er nicht sicher war, ob er nicht heute Abend würde filmen müssen, hat das Filmen abgesagt, um hier zu sein. Und er hat gleichzeitig sich von mir exakt erklären lassen, was der afghanische Frauenverein macht. Und hat dann gesagt, und ganz schlicht in der Mail nur geschrieben, ja, die Kinder müssen in die Schule gehen, ja, es müssen Brunnen gebohrt werden. Besser kann man es nicht machen. Der Mann heißt Christoph Walz. Die Fackel von Karl Kraus. Ich lese nicht alles. Von August 1920. Beethoven und Goethe, Vorbilder und Lebensführer. Heiratsgesuch aus einer Wiener Tageszeitung. Ich lebe als vielbeschäftigter Rechtsanwalt in Rhein-Kleinstadt, unweit der Großstadt. Mein Wohnort, meine starke Berufel-Inanspruchnahme und das Brachliegen des Gesell-Lebens sind der Grund meiner Ehelosigkeit. Ich habe gutes Einkommen und Privatvermögen, Alter 36J, Größe 1,73 Meter, dunkelblond, U, gesund. Ich stamme aus vornehmer Christel-Akademikerfamilie. Bei aller Energie bin ich recht verträglich, U-Anpassungsfähig. Ein Freund der Künste bevorzuge ich die Musik, die ich selbst mit Passion ausübe. Ohne mich im politischen Leben zu betätigen, stehe ich der Deutschen Volkspartei nahe. Ich bin gut deutsch gesinnt, Kriegsteilnehmer und Anhänger eines Königtums nach Engel-Muster. Ich bekenne mich zu keiner Kirche, ohne deshalb unreligiös zu sein. Männer wie Friedrich der Große und Bismarck, Goethe und Schiller, Beethoven und Wagner sind mir Vorbilder und Lebensführer. Seit langem geht mein tiefstes Sehnen nach einer herzlieben Frau, die Verständnis für meine Art hat. Eine solche Gattin zu finden, wäre mir höchstes Erdenglück. In Betracht kommt nur eine Tochter aus ebenbürtiger Familie, die gleich mir im Elternhause die sorgfältigste Erziehung genossen hat. Ihre Anschauungen müssen den meinen verwandt sein. Ich habe eine ausgesprochene Vorliebe für hübsche, in Klammer Ausrufungszeichen, Blondinen von ungefähr 1,70 Meter Größe, Hellblondine bevorzugt. Meinem Geschmack entspricht, was Äußeres angeht, Henny Porten, Margarete Schön. Vor allem muss meine Frau Sinn für ein gemütliches Heim haben. So sehr ich gelegentlich Besuch von Konzert und Theater schätze, so zuwider ist mir eine Frau, die ihre Lebensaufgabe im Vergnügen außerhalb des ehelichen Heims sieht. Bei aller Freude an schicker Kleidung mag ich keine Modepuppe, deren ganze Seligkeit ein vollgepfropfter, ständig neue Zufuhr erhaltender Kleiderschrank ist. Meine Frau muss den Haushalt führen, dazu auch wirklich in der Lage sein und darf im Kochen kein Stümper sein. So wie ich meinen Beruf verstehe, so soll sie den ihrigen beherrschen. Es wäre mir lieb, wenn meine Frau etwas vom Klavierspiel verstünde. Ich wünsche, dass meine Braut die Sachen in genügender Menge mit in die Ehe bringt, die zu ihrem ausschließlichen Gebrauch bestimmt sind, also Z.B. Garderobe, Leibwäsche, Schuhe, USW. Davon abgesehen sind die Vermögensverhältnisse meiner zukünftigen Nebensache. Nur darf sie keine Schulden haben. Junge Damen, die ein wahres Familienglück suchen, Eltern, die ihre Tochter einem zuverlässigen Manne anvertrauen wollen, mögen mir eingehend unter Beifügung eines Bildes schreiben. Strengste Verschwiegenheit, U-Rückgabe des Bildes sichere ich ehrenwörtlich zu. Angebote U.MV3179 an die Ex-BD.B. Es ist vor allem nicht zu verstehen, warum solche 1,73 Meter lange und episch breite Individualitäten, die in einem Inserat sich ganz ausströmen, bis zu dem ständig neue Zufuhr erhaltenden Kleiderschrank, warum sie sich gelegentlich Buchstaben vom Mund absparen.
Das kommt freilich von der Berufel-Punkt in Anspruchnahme und vom Brachliegen des Gesell-Punkt-Lebens in einer Rhein-Punkt-Kleinstadt-U-Punkt namentlich, wenn man aus einer Christel-Punkt-Akademikerfamilie stammt. Dafür wird man sonst Deutel-Punkt. Das Rufzeichen nach den Hübschen, in Klammer, Rufzeichen, Klammer, Blondinen soll ausdrücken, dass nicht etwa jede Blondine von ungefähr 1,70 Meter schon glauben darf, dass sie da in Betracht kommt. Vor allem müssen ihre Anschauungen den seinen verwandt sein. Sie hat also der Deutschen Volkspartei nahezustehen und Anhängerin eines Königtums nach Engel-Punkt-Muster zu sein. Nebenbei bemerkt, schwärmen jetzt alle Kapitalkälber, alle Terrorzitterer, die den Sack und darum die Hosen voll haben und die wissen, dass ihre Sehnsucht nach den alten Zeiten ungestillt bleiben muss für ein Königtum nach Engel-Punkt-Muster. Sie gleichen sich mit dem republikanischen Gedanken zu 50% aus. Offenbar ist der Hosenbandorden eine besondere Sicherheitsvorkehrung gegen die Folgeerscheinungen des Bolschewismus, der ihnen zumal dann unsympathisch ist, wenn er schleicht und sich infolgedessen zu einer andauernden Bedrohung auswächst, anstatt, wie es sich gehört, durch einen kurzen Hagelschauer des roten Terrors die Sonne des Weißen heraufzuführen. Diese Gesellschaft ist natürlich in allen Ländern von der gleichen Wesenswiderwärtigkeit. Man erkennt sie an den Reflexbewegungen und Gurgellauten der Eigentumsangst, die sie, wie manche Insekten, einen übel riechenden Saft von sich geben, sobald nur das Problem der Not an ihrem schäbigen Horizont auftaucht. Sie wollen vom Krieg nichts mehr wissen. Es wäre denn, dass sie ihn wieder herbeizuführen gelte oder dass sie als Kriegsteilnehmer gern auf die wilden Abenteuer im Etappenraum zurückblicken. Und wenn neben ihnen ein Invalide verhungert, so trösten sie sich mit dem Gedanken, dass die Sanierung eben Opfer erfordert. Und zwar jene, die die Ruinierung übrig gelassen hat. Denn es geschieht alles fürs Vaterland, welches eine praktikable Dekoration ist, bestehend aus zwei Teilen, dem Vorteil für die einen und dem Nachteil für die anderen. Dies ist die Gesinnung, deren Urgemeinheit die Kraft hatte, alle Feindschaft aufzuheben und selbst die nationalen Gegensätze zu versöhnen. Aber wenngleich sie den Bürgersinn der ganzen Welt bezeichnet, am gräulichsten zeigt sich die Naturfarbe doch in unseren Klimaten. Wehe der Frau, die in solchen Belangen das wahre Familienglück sucht. Denn wenn sie nicht von Haus aus Verständnis für die Art hat, also nicht eo ipso ein Missgeschöpf ist, wird sie in ihrer hellblonden Ahnungslosigkeit heillos in den Strudel dieser Konzessivsätze gerissen, bei aller Freude an schicker Kleidung mag er nicht und so sehr gelegentlich so zuwider ist ihm, bei aller Energie ist er und ohne sich zu betätigen steht er und ohne etwas zu sein bekennt er sich. Und sie geht in der Langeweile einer Ehrbarkeit unter, die in ihrem ganzen Leben keinen anderen romantischen Einfall hatte als den Friedrich den Großen und Bismarck, Goethe und Schiller, Beethoven und Wagner als ihre Vorbilder und Lebensführer anzusprechen und zu wünschen, dass auch die Braut die Sachen in genügender Menge mitbringt, die wieder ausschließlich zu ihrem Gebrauch bestimmt sind. Also die Garderobe bis zur silbernen Hochzeit. Damit nämlich der Kleiderschrank nicht ständig neue Zufuhr erhalte. So grauenhaft nun die Möglichkeit ist, dass Frauen an solchen Auswurf des Kosmos, der die Stützen der Gesellschaft repräsentiert, ihre Instinkte vergeben, weit grauenhafter als die, dass sie sich an so etwas verkaufen, so findet man doch wieder einigen Trost in der Vorstellung, dass sie dann möglichst oft ihr Vergnügen außerhalb des ehelichen Heims finden. Es wäre ihm lieb, wenn sie etwas vom Klavierspiel verstünde, dem Manne kann geholfen werden, wenn ein Klavierlehrer nachhilft. Wo so viel verlangt wird, soll schon etwas gewährt sein. Seinem Geschmack entspricht Henny Porten, natürlich nur was Äußeres angeht. Das Innere hat besser zu sein. Und er hat die Frechheit, zur Kennzeichnung seines erotischen Bedarfs auch noch auf eine dem Plakatrum ferne Darstellerin klassischer Gestalten hinzuweisen. Könnte man sich nun im Ernst vorstellen, dass dergleichen außerhalb der Christel-Punkt-germanischen Kulturzone, sagen wir in China, möglich wäre? Dass dort so um Frauen geworben wird, solches Spüllicht von Glücksverheißung sich durch die Presse, diese Cloaca Maxima der öffentlichen Meinung wälzt?
Aber an all der Schmach sind nur die Frauen schuld, weil sie, anstatt die Natur, der sie doch näher stehen als die Verdiener, durch Verzicht auf die Ausübung ihrer Funktionen in übelster Gemeinschaft zu rächen, sich diesen Bürgerlpunkt Geschlechtstieren hingeben, um sie gar noch fortzupflanzen. Und die Parteien des politischen Umsturzes sind viel zu sehr in der vorhandenen und in allen Üben der Welt beteiligten Geschlechtsmoral befangen, um auch nur zu ahnen, dass allein hier die wahre Revolution anzusetzen hat. Was in der Trümmerwelt, die der Krieg zurückgelassen, zu tun übrig bleibt, ist die Aufgabe, allen Überbleibseln der Lebensform, die ihn ermöglicht hat, wo immer wir ihre in ihrer herztötenden Wirkung habhaft werden, den einzig sittlichen Krieg zu erklären und, noch vor jeder positiven Hilfe für das geschwächte Leben, dem frechen Wahnwitz ein Ende zu machen, dass ein invalider Staat durch Erhaltung des infamsten Paragraphen die Bevölkerungspolitik des Mordes fortsetzt, indem er hungernde Mütter zwingt, Kinder zu gebären, um sie ihnen, wenn er wieder die Möglichkeit hätte, als Erwachsene abzutreiben. Damit, wo Windeln als Zeitungspapier aushelfen mussten, der einst des Kaisers Rock angetan sei. Aber wenn in alle Ewigkeit die Natur die schmerzvolle Schmach empfindet, dass die Mütter ihre Söhne nicht gehalten haben, als das Vaterland rief, so werden sie sich wenigstens von einer Republik nicht vorschreiben lassen, sie zu gebären. Das Naturrecht, wenn schon nicht die Erzeugung, so die Nichterzeugung vor dem staatlichen Zugriff zu schützen, muss für alle Mütter wiedererobert werden, auch für solche, die nicht die materielle und technische Möglichkeit besitzen, die Aufsicht zu betrügen. Alles Gerede darüber, ob und inwieweit der Abtreibungsparagraf fallen soll, ist Halbheit und Feigheit, die nur zur Folge hat, dass die Früchte, die nicht abgetrieben werden, zu dauernd zu jenen Staatsanwälten und zu denjenigen Richtern entwickeln, die es leider Gottes in Österreich noch gibt. Und vor allem zu dieser Art Musterknaben und Freunden der Künste, die noch nie in ihrem Leben neugierig waren zu erfahren, ob auch die Künste ihre Freunde sind, weil sie das für vornherein für ausgemacht halten. Denn die Künste sind dazu bestimmt, die freien Stunden nach der Berufelpunkt-Inanspruchnahme auszufüllen. Und die Natur geht mit drauf, indem die Frauen sich als Mütter wie als Huren dazu hergeben, bei solcher Gelegenheit zu flechten und zu weben, wofür sie nicht so sehr geliebt als missbraucht und verachtet werden. Was für ein Text! Mensch, aus einer Kontaktanzeige das ganze Grauen zu gewinnen. Ich dachte, wir wiegen uns immer so in der Sicherheit, dass wir alles überwunden haben und zeigen gerne woanders hin, dass es sich zu erinnern lohnt, dass es eigentlich auch so möglicherweise, wenn man sich auf Karl Kraus bezieht, eine gewisse Tradition gibt, vor der eigenen Türe zu kehren. Sehr gut, sehr gut. Bevor der Abend zu Ende geht, dear Farod, I can't have you here without having heard your voice in speaking tone. So, are you ready to answer just a few of my questions? I will try. I'm in your service. You will? I'm at your service. I'm here to serve. So the one thing I wanted to know was the situation in the stadium when you performed in Kabul in front of 50,000 people. Wow. It was amazing. It was May 14, 2004. The capacity of stadium was just for 25,000 people. But we have, as you said, we have more than that, two times more than that. I entered the stadium a little bit late because I couldn't enter the stadium. It was crowded. It was horribly and lovely crowded. The day, if I tell you, that day was not only a day for music, but it was more than music. It was like a national day for people. They were waiting for a big door that was supposed to be opened through music, a big door of hope. An jenem Tag im Jahre 2004, als er im Stadion von Kabul aufgetreten ist, wurde ihm klar, dieses Stadion ist eigentlich für 25.000 Leute gebaut, es waren aber doppelt so viele, wenn nicht noch mehr. Die Leute, die kamen, kamen nicht ausschließlich für die Musik, sondern sie kamen, weil ein Tor geöffnet werden sollte, ein Tor durch die Musik. Go ahead. Yes. I tell you a story about my mother. She was at the concert at that night. Of course, she was a mother. She is a mother. She worried about me if something happens to my son. Thanks God, nothing happened, of course.
She saw a soldier who was responsible for the security, one of the security team. He was smoking hashish. There we go again. outside the stadium, my mother approached him and said, "Son, is this the right day to smoke? Go and take care of the security." He said, "Mother, let me smoke. This is the real and appropriate day to smoke." Also, Sie haben es verstanden, nehme ich an. Die Mutter ist an jenem Tag ins Stadion gekommen, um ihren Sohn zu hören. Natürlich war sie ganz auf der Seite des Sohnes. Natürlich hatte sie große Angst davor, es könne irgendetwas an jenem Tag passieren. Es passierte aber nichts. Stattdessen steht ein Soldat, ein Sicherheitsbeamter an der Seite und raucht Haschisch. Und die Mutter geht hin und sagt, wie können Sie meinen Sohn beschützen auf diese Weise? Und er sagt, dies ist der Tag, um zu feiern. And at the end of the show, we ended the show like 20 minutes earlier, because I saw the passionate people, they were approaching the stage, and I saw like a wall of people in front of me, not only one, like everybody's height, but they were sitting on each other's shoulder and carrying chairs. They were not under the control, not security-wise, passion-wise. They were waiting for a new world. They just hoped to see normality through music. And it was a big sign. It was a green light for them, the music. That opening was a big green light for them. Also an diesem Tag, an dem das Stadion so vollkommen überfüllt war und er 20 Minuten zu früh aufhörte und plötzlich vor sich sieht eine ganze Wand von Menschen, die alle auf den Schultern eines des anderen sind und die Stühle wedeln. An diesem Tag war ihm klar, dass er da im Grunde genommen ein Tor aufstoßen sollte zu einem anderen Leben, zu einer anderen Zeit, und zwar durch die Musik. Hier ist noch einmal Frank Chastagnier und John Goldsby.
Lars Dinier. Sophie von Kessel. Charlotte Rose. Christine Ursprung. Bastian Pastewka. Christoph Waltz.